Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Imperium Galactic Survival und ich präsentiere Ihnen Jack Fleischhammer. Hallöchen, Pufferchen, meine Damen und Herren. Außerdem ein Special Gast heute auf unserer Showbühne und zwar The Hawk. Ja, ich freue mich. Weißt du, was wir machen? Wollen wir das mal vorstellen? Für uns, dass wir die Zuschauer das gut von außen sehen. Na? Wir steigen mal hier in unseren Jet. Oder? Das ist doch am besten. Magst du fliegen? Oh ja. Das ist eine gute Idee. Ich bin allerdings hier noch nicht rausgeflogen, jetzt im neuen Zustand. Das ist, müsste gehen, also. Du sitzt? Ja. So. Jetzt muss ich hart lenken. Lenken, Maus komplett ausnutzen. Oh, flieg mal an der Seite. Also wir haben probiert, das zu retten, damit der Bus nicht nach Bus aussieht. Ihr seht es jetzt, zuckel, zuckel, zuckel. Da passiert aber noch was, also da kommt ja noch was. Ne? Aber ja, das, also das ist jetzt noch nicht fertig. Das ist jetzt nur die Variante, mit der wir jetzt im Weltraum fliegen. Wir haben vorne praktisch so eine Art Cockpit versucht. Es sieht da, also umgedreht wäre es besser. Nein, also den SEC haben wir nicht großartig verändert. Wir haben, was haben wir gemacht? Wir haben, Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ja. wir haben praktisch vorne so ein bisschen das versucht abzuschrägen. Wir haben vorne dieses Cockpit aus Treppen gemacht. Das können wir gleich nochmal von innen zeigen. Ich finde den geil. Also oben drauf soll noch was kommen jetzt. Ja, das wird praktisch oben nochmal ein Stück länger. Nochmal so eine Ebene, wie noch so ein Tortenboden in der Art. Und oben drauf soll dann letztendlich irgendwann mal noch das Dings kommen. Die Kommandozentrale, weil wir brauchen ja Platz. Wir brauchen ja Platz für Beete etc. Wir wollen mit dem ja überleben. So, Herr Fleischer, was haben Sie jetzt gemacht? Habe ich mir im Weltraum alleine gelassen? Im Weltraum? Nee, du bist nur ein paar Meter über dem Boden. Also von mir aus kannst du okay. Da auch. Also soll ich mal F drücken? Mach mal aus einfach, ja. Nee, nicht F. So. Mach mal Y. Geht nicht, kann ich nicht mehr. Ah, cool. Das haben sie extra abgeschaltet. Dann mach mal. Ja, ach echt? Weswegen? Na gut, wir haben ja noch. haben noch ein großes Traumschiff, ne? Was ist denn das für eine Kacke immer? Ich hatte 100 Blöcke, damit könnte ich mich da hochbauen. Ja. Können aber auch ganz kurz mal Stunts machen. Ja, los komm. Stunts machen. The Hawk sieht aus wie vorne wie ein Entenschmaul oder so ein Kram. Nee, das ist so eine Schnappschildkröte. So eine. Schnappi. Ich hab Hunger. Schade, ich dachte, das hattest du geklärt, ne? Nee, habe ich nicht. Da ist noch eine Dose. Achso, ich habe ja diese Ready for Meal blablabla Dinger dabei. Diese Notration. Also das finde ich ganz gut vorne hier mit dem Dings. Wir haben die Fenster nach außen gesetzt, damit man innen noch was setzen kann. Wie man möchte. Guck doch mal, wie das Cockpit innen aussieht. Also ganz ehrlich, ich finde es cool. Schön. Cockpit von innen ist gut? Ja, also das hat richtig geile Schrägen drin und so. Aber jetzt hier mal Licht anmachen. Also wenn es jetzt dunkel wäre. Hast du eigentlich einen Sprit mitgenommen? Ja, klar. Also was noch muss, ist der Kern woanders hin, aber das kriegen wir auch noch. Naja, das kommt noch. Cockpit hätte sogar noch weiter nach vorne gekonnt, wa? Sieht doch geil aus, oder nicht? Na, ich find's hier drin nicht schlecht, also. Dann flieg mal darüber, Freund. Jo. Wohl denn. V. Ah ja, alles klar. Warum ist das Ding so langsam? Das geht nicht schneller. Ich hab volle Möhre zurück. Haben wir die, weil die Triebwerke eingebaut sind, oder ist es einfach so schwer geworden? Tja, kann ich dir nicht sagen. Also das ist maximaler Schub. Und nach vorne? Na, können wir gleich mal probieren. Ich würde jetzt erstmal hier... Ich bin in der Böller gefahren. So, meinst du, kannst so drauf? Warte mal, ich guck mir das mal von oben an. Oh. Warte nur. Ja. Hey, ich gucke. Bisschen vor, bisschen vor, bisschen vor. Ja, ich muss weiter rauskrollen, warte. Gut, oh, gut, 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 gut. Das ist okay, so. Bleibst du stehen? Steht, ja, ne? mach ich, steht. Okay, F. Shit. Ich bin unter dem Raumschiff gelandet. Stell dich mal vielleicht hier einfach an den Strand. Und ich benutze dich einfach als Rampe? Als Rampe.
kannst auch einfach durchfliegen durch das Ding. Das ist eine gute Idee. Wie soll ich denn da... Ich bin aufgesetzt. Bleib stehen, bitte. Na, mal wo ist das Raumschiff hin? Da das drin? Ja. Okay. Kommst du rein? Ja, ich komme da hoch. 3, 2, 1. Vinyas? Ja? Kannst du ein bisschen runter? Ich probiere. Du Arsch. Jetzt hast du schon gemerkt, dass das absichtlich gerade war. Nein, das mache ich nicht absichtlich. Vinyas erzählt. Warte mal, ich probiere mal so. Was? Jetzt? So? Ich bin drin im Raumschiff. Ich stehe. Achso. Ich könnte mich jetzt hier hinsetzen. Oh, jetzt haben wir leider ein Problem. Nee, du kommst raus. Bin ich raus? Schon? Ja, warte, ich flieg zurück. Ja, alles klar. Alles klar. So, pack ein, komm. Soll ich es parken lieber, das Ding? Oh, es ist schon wieder dunkel. Wir haben ungefähr komm, lass, 20 lass, Minuten lass, gebaut. Lass, ja, ja? Weil wie viel? 20, nein. Stunde? Wir haben locker eine Stunde gebaut. Ja, locker. Echt? Ja. Für das Ding? Für so Hawk? Für so Hudson Hawk? Los, renn in den Weltraum. Ich komm im Weltraum dann in dich hinein. Ich komm dann in India. Oder wie war das? Wo willst du hinfliegen? Ich will nur dich sehen. Ach so. Gut, dann fliege ich jetzt im Weltraum. Wir haben überhaupt alles dabei. Ich habe Nahrung, habe ich nicht, ne? Also ich habe die Ready-to-Meal. Ne? So, na egal, mach ich dann im Weltraum. Ich fliege. Ich habe auch keine Nahrung bei. Naja, es sieht von der Seite nicht mehr ganz aus wie ein Bus. Es sieht aus wie ein Entenbus. Unseren können wir es nicht einfach umdrehen? Mias left Akura. Ja. Ja, einen Crafter haben wir ja drin, also... Ach, wir finden schon irgendwas zu essen. Wir machen unseren ersten Warpsprung heute, ist ja klar. Absolut, absolut, absolut. Ich bin schon total heiß. Heiß. Hot, hot. Da haben wir jetzt auch die Seitentriebwerke alle drin, die wir brauchen. So, ich warte auf dich hier im Weltall, ne? Das ist eine gute Sache, ja. Lass mal kurz ab. Null. Ich stehe. Jetzt kannst du rein. Gehe in mich. So, jetzt muss ich das mal finden. Ja, da bist du. Stopp. Du siehst mich ja. Stopp. Ja, ja. Ja. Stopp. Stopp, 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 stopp. Runter. Also auf der Position, wo du jetzt bist, runter. Runter, runter, runter. Machen wir runter. Okay, wie stehst du? Du fliegst nicht nach unten, du fliegst von mir aus schräg. Warte mal, ich komm zu dir hoch. Bleib mal so. Ich sehe dich ja, du bist unter mir. Hä? Ja, du kannst ja auf dem Himmel. Also unter dir. Oh. Ja. Du fliegst wieder in den Weltraum? Quatsch, in. Nee, weiß ich noch nicht. Also bin mir da noch unsicher. Ist ja schwierig, warum sehen die nicht? Oh, bleib doch mal stehen. Fliegen. Also bitte nicht bewegen, ja? Ja. Ja. Siehst du mich jetzt? Ich stehe direkt neben dir. Also ich bin praktisch rechts hinter dir. Oder rechts von dir. 130 Meter entfernt. Also wenn du mich jetzt nicht siehst, haben wir ein Problem. Ich sehe dich nicht. Meine Nahrung blinkt rot. Das ist noch viel schlimmer. Meine auch. Warte mal. Siehst du mich jetzt? Nein, Mias. Ich sehe dich echt nicht. Jetzt fliegst du, jetzt bin ich direkt durch dich durchgeflogen. Ja, das ist echt schade. Ich sehe dich nicht. Aber warum sehe ich dich? Okay, wir treffen uns auf Akua. Okay, warte mal, ich muss was essen. Hast du was? Ja, ich hab nicht. Wir treffen uns Akua Base und dann flieg dann park ich das Ding. Okay, wir bauen neu oder was? Warte, jetzt warte, wo bin ich denn? Ich bin rausgefallen. Wo ist es denn? Hä, bin ich raus oder bin ich im... Wo bin ich? Okay, ich esse jetzt erstmal was. Alter, wo ist denn das Raumschiff hin? Oh nein. Oh nein. Ich war schon am Ende der Kur. Doch, da sehe ich ein Raumschiff. Zack. Zack. Irgendwo hier. Nein. Hä? Oh. Hast du jetzt unser Raumschiff verloren? Ich bin nur ausgestiegen, hat's Blob gemacht, ich war mitten im Weltraum. Ah, cool. Aber du siehst es noch. Ich sehe es auf der Minimap, aber ich sehe es, ich glaube, ich habe jetzt das gleiche Problem wie du. Na, das ist doch super. Ich würde sagen, wir machen einen Cut, wa? Ja, klingt so, als würden wir jetzt einen Cut machen.
Liebe Leute, wir sind gleich wieder Nein, da. Nein, ja. Nee. Wir suchen das Raumschiff. Bis gleich. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival. Große Verzweiflung, Stunden sind vergangen. Herr Fleischhammer, steigen Sie bitte ein. Ich steige ein. Bitte nicht bewegen, sonst falle ich hier irgendwie durch oder so. Ne? Ja, ist hier. Kinders, wir haben so viel rumgemacht. Also wir haben die Vermutung, dass unser Safe Game kaputt ist. Bist du drin? Ja. Ja, ja, ganz. Wir haben so... Okay. Wir haben hier bestimmt jetzt eine Stunde rumgemacht, um wieder an diesen Punkt zu kommen, wo wir jetzt sind. Wir haben praktisch... Eine Stunde reicht nicht mehr. Das schreit lang. Ist egal. Wir sind praktisch an dem Safe Game, wo wir die vorige Folge begonnen haben. Ne? Also die Folge davor, wo wir praktisch an dieser Alien-Basis waren und zurückgeflogen sind, um dann diese Kiste hier auszubauen. Wir haben es geschafft, das Raumschiff zu erhalten, was nicht funktioniert ist, mit dem angedockten Raumschiff im Weltraum zu fliegen. Das funktioniert nicht. Das buggt immer hin und her. Fleischhammer schwebt in der Luft, ist wieder auf Akura zurück und all so ein Scheiß. Raumschiffe fehlen komplett. Raumschiffe verschwinden komplett. Egal, das habt ihr in der vorigen Folge gesehen, als ich ausgestiegen bin. Da stimmt irgendwas nicht. Also wahrscheinlich ist unser Safe-Game kaputt. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Fakt ist, wir wollen euch ja einen Warpsprung zeigen und das machen wir jetzt einfach. Was machen wir jetzt? Soll ich jetzt K drücken? Nee, du musst erstmal auf den Planeten zielen. Was, ich muss auf den Planeten zielen? So funktioniert das? Ich denke schon, ja. Wo ist denn Planet? Ich sehe also doch gar hier keinen. Mit der Map. Mit der Star-Map. Mit der Map? Guck mal, was ist mit dem Planet da hinten? Weiß ich nicht. Was ist das? Das ist der Mond, oder? Nee, das ist nicht der Mond. So was anderes. Also pass auf, ich mache jetzt die Star-Map, ja? Ja. Und ach, jetzt guck mal, du kannst den Ziel erfassen. Wie geht denn das? Achso, du machst die Star-Map auf, ne? Achso, ja. Die Map, ja. Dann hast du auf Star-Map und dann klickst du einfach irgendwas an. Was sehen wir denn mal? Ja, was kennen wir nicht? Aetes. Aetes kommt mir unbekannt vor. Autos, mach mal hier Asteos Orbit. Mach mal den. Asteos Orbit. Können wir es überhaupt bis dahin schaffen. Asteos Orbit, okay, Ziel erfassen. So, jetzt zeigt er mir einen Pfeil. Ja, mir auch. Okay, dann. Und jetzt ein größer als ein Ja. Dann drücke ich jetzt K, ja? Ich hab Angst. Bist du bereit, Fleischhammer? Zielst du da drauf? Jetzt rein theoretisch. Ich kann mal. Ich sehe es halt nicht. Ich nehme jetzt das Fadenkreuz, was mir eingeblendet wird. Für mich ist hier zielst du voll drauf jetzt, ja. Okay, alles klar. Dann go. Hau rein. Du musst schneller fliegen, um den Warpsprung. Okay. Wie viel müssen wir? 100 Meter, also mehr geht ja nicht. Voll Speed, ja. Und K. Go! Alter. Nice. Schön. Finde ich gut. Okay. Bisschen kurz, aber gut. Finde ich gut. Mehr als okay. Okay. Sind wir da? Wir sind also mein da. Problem ist Sauerstoff. Das heißt, wir sollten darauf runter und dann fülle ich hier drin im Raumschiff den Sauerstoff auf, wa? Könntest du auch hier drin. Wir könnten hier kurz. Wenn ich jetzt hier aussteige, ist bestimmt weg. Oder? Ach komm, ich sitze da auch noch drin. Denke willst positiv. Du jetzt wirklich? Ja. Hier anhalten, im Weltraum. Lass mal drüber. Space-Drohne. Nö, so fliegen wir uns mal weiter. Los, ich kümmere mich drum. Nee. Ich würde gerne mal schießen mit den Dingern hier. Ja, dann mach mal. Ich drehe es mal so hoch. So, ich halte an. Warte. No, nee, er fliegt noch. Hast du, wie wichtig ist, Jetpack an, Helm an. So, jetzt. Okay. Also ich steck erstmal nicht aus, mach du mal. Okay, stehe, alles gut. Alles ruhig? Alles ruhig. Hab uns geschützt. In welches gehst du? Oben hin? Ich gehe oben hin. Wie kommst du da hin? Ah ja, ich sehe dich. Okay. Ich bin einstiegen. Leute, ich fliege. Wir werden gerade hart beschossen. Wäre er sich. Wäre. Hast du sie im Visier? Ja, ich wüsste zumindest, wo sie ist, aber sie ist ich halt jetzt weit an. Weg, ja. Jetzt sehe ich sie nicht. Siehst du irgendwas? Das müsste hinter uns sein, aber. Auf der Map sehe ich sie nicht, ne? Ich sehe sie auch nicht hinter uns. Dreh dich mal ein bisschen so nach links, den Schwenk so. Also hier rollen. Okay. Weiter? Nee. Tja, entweder ist sie verschwunden. Gut, so können wir. So Nahrung, Sauerstoff. Also ich muss jetzt auch mal probieren auszusteigen. Ich probiere. Ach so,
Na, ich probiere einfach. Nein. Okay, ich bin hier drin. Okay, es geht. Ich futter was und ich befülle mal den Sauerstoffbehälter. Alter Vater, was ein Krampf. Also, wir müssen jetzt sagen, wir haben jetzt sehr, sehr lange rumgemacht und die Motivation jetzt im Moment weiter aufzunehmen ist auch gerade nicht gegeben. Also nicht grundlegend bei Imperium, sondern einfach nur für den heutigen Abend, weil wir haben zwei Folgen geschafft. Wir haben sehr lange gebaut, das haben wir jetzt zum Glück erhalten. Wir konnten den Warpsprung machen. Also kann sein, dass hier vielleicht zwei Folgen ausfallen. Ja, also vielleicht, ja. Wir haben bis Sonntag, das heißt, wir haben jetzt hier, wie haben wir das mehr gebracht, diese Folgen? Jetzt müsste... Mit 7 Days oder parallel dazu? Ich weiß nicht mehr. Immer parallel. Also heute müsste Mittwoch sein. Also Montag, Mittwoch, ja, okay, dann ist Mittwoch, ja. Diese Folge läuft am Mittwoch und es kann gut sein, dass... Ja, mal gucken. Wir beschreiben jetzt eine Stocke. Okay, ich habe mich wieder aufgefüllt, es geht. Ja, okay, und wir haben kein Drohnenproblem, also würde ich sagen, landen wir oder was? Auf dem Planet? Oder was sagst du? Achso, ich bin noch in der Ego-Perspektive, Außensicht, weißt du, aber sogar... Hase mal, kannst du mal probieren, du Schulz? Ja, probier mal. Okay, ich hab... Oh Gott, 6000 ist das schwierig. Haben wir einen Schwerkraftgenerator hier drin? Ja. Das heißt, wenn ich das Jetpack ausmache? Ah ja. Okay, ich kann laufen. Platsch an der Decke? Nee, also. Nee, alles gut, okay. Okay. Ich steige ein. V. Rauscrollen. Wo ist der Planet hin? Unter uns. Runter. Runter, einfach runter. Ja. Ja, komm. Also. So. Los geht's. Okay. Na gut. Was denn? Nö, mich hat's kurz zurückgesetzt. Ach, weil du fliegst. Krieg ich nicht hoch und runter. Na, ist gut. Das wird schon gehen. Okay. Bereit für den Eintritt in die Atmosphäre? Ja, Atmosphäre, genau. Voll die Erde. In die Lava-Atmosphäre? Ja. Ja. Ja, Chef, ich bin bereit. Lass uns verglühen. Okay, ich bin... Keine Ahnung, wo ich bin. Ah, ich falle auf den Boden. Bin nicht mehr bei dir im Schiff. Ja, ich gut, das geht zum Beispiel nicht. Ghost Rider-Basis, direkt unter mir oder was? Plasma-Drohne direkt unter mir. Na, ist doch geil. Hast du Waffen dabei? Ja. Okay, ich komm mal runter und lande. Warum bist du jetzt ausgefallen? Was ist das für eine Scheiße? Und Truppentent, ne? Läuft. Was? You are dead. Wo kannst du jetzt spawnen? Wahrscheinlich wieder Current Position, ne? Ja, Current Position. Mach mal, bist du denn hier? Mach mal. Oh. Ach, deswegen. Geil. Bin ja direkt an der Plasma-Basis hier. Okay, ich lande jetzt mal. Warum wird eigentlich nicht mein Rucksack angezeigt? Das ist echt schade. Die Gesundheit ist direkt null. Ernstlager. Ah, zurück. Tot. Bist du schon wieder tot? Ja, ja. Diesmal wurde ich von einem Alien gefressen. Das ist schon wieder so eine Situation, aus der man nie wieder entfliehen kann. Also auf mich zukommende Drohnen, ich kann mich nicht wehren. Ich halte jetzt mit dem Raumschiff hier an. Muss leider. Also die Drohne kommt. Du könntest mich jetzt allerdings abholen. Wo? Ich bin von dir aus gesehen südwestlich. 300 Meter. 370 Meter. Südwestlich. Südwestlich, also die Richtung, wo ich jetzt fliege. Ah, ich sehe dich. Ja. Hier sind Truppentransporter. Du, das ist, Ich werde beschossen. Also ganz andere Probleme. Ich werde beschossen. Ich muss... Yes. Oh, ja, ich weiß. Ich... Oh. Alter. Ich fliege jetzt hier rüber. Ah, hier sind auch noch andere Viecher. Alles klar. Ich habe deutlich... Ein sehr gutes Problem habe ich. Okay, ich lande jetzt hier. Ist noch eine Drohne. Das gibt's doch gar nicht. Gottes Willen. Ich lande jetzt hier drüben. Ist mir jetzt scheißegal. Die sind aber echt schlecht. Also, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Wie gut du bist, oder was? Nee, dass ich immer noch am Leben bin, ist echt der Wahnsinn jetzt gerade. So, ich park jetzt die Kiste hier, hoffe ich. Ja, du ziehst jetzt noch locker. 20 mal durch. 20 Minuten durch, ja. Kein Nein! Problem. Was ist denn los mit diesem Raumschiff? Okay, komme ich hier wieder rein, ist die Frage. Ah geil, das sind ja diese hier.
Die treffen auch noch gut. Okay. Guck erst, wie hoch das ist, dass ich hier aussteige. Ach geil. Oh Mann, die warten hier echt auf mich. Hier piept irgendwas. Ja. Nimm schon mal, ich sehe dich nicht. Lass jetzt halt mir. Ja, ich bin hier gelandet. Ich dachte, ich habe das Raumschiff in Sicherheit gebracht. Soll ich zurückkommen? Das Raumschiff in Sicherheit? Es geht hier um deinen Passagier, deinen Kumpan. Boah, die komplette Seite fehlt in dem Raumschiff hier übrigens. Gott, ist das gerade schwierig. Okay, ich versuche dich wiederzufinden. Na ja, da vorne ist die Dings. Wo bist du denn? Kannst du dich mal von der Basis entfernen, dass ich nicht gleich abgeschossen werde? Ja, ja, ich entferne mich gerade. In welche Richtung? Auf dem Boden. Ja, sie kann hier nichts machen. Dieser Planet ist überaus feindlich. Ich habe keine Waffe, nichts, irgendwie was. Kommst du irgendwo hin? Ich bin jetzt 700 Meter. Ah, ich sehe es jetzt, okay. Wo 700 Meter? Ja. Wo bist du? Ich bin 700 Meter von der großen Doppel-Minigun-Drohne entfernt. Feige. Ja, ich 70. Renn doch mal weg. Das hilft doch nichts. Achso, du wirst immer wieder erschossen, oder was? Ja, wenn nicht von der großen Minigun-Drohne, dann von irgendwas anderes. Okay, ich versuche hier vorne zu machen. Die Minigun. Oh, shit. Oh, oh, tot. Plasma-Drohne. Nee, du Digga, ich kann hier nicht landen. Das geht hier nicht. Die schießen uns direkt das Raumschiff zu klappen, dann sind wir verloren. Du musst nicht landen, du musst mich nur abholen, damit ich da irgendwo ansteigen kann, damit ich die Waffen nutzen kann, die ich selber angebaut habe an meinem, deinem, unserem... Okay, warte. Ding. Ich weiß ja nicht, wo du bist, das ist das Problem. Ich bin direkt unter der Minigun-Drohne. Die mich zum vierten Mal, fünften Mal. Kann jetzt, ich hab mich mit jetzt hier getötet. Moment. Spawnen wir mal current location. Steht die Kiste jetzt hier? Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Tot. Oh, ich bin direkt an der Basis diesmal. Das ist gut. Okay. Könnt die ihre eigene Basis mit sich selbst machen? Guck mal, Fleisch haben wir. S7. Warum machst du das? Brauch nur. Ich will immer im Mittelpunkt stehen. Egal, wo der Mittelpunkt ist. Jetzt ist die Frage. Da kommt so ein Slender. Na, Digga? Die haben jetzt irgendwas im. Die sehen neu aus, die Slenders. Slenderse. Der Assi kippt das komplette Raumschiff. Wie, weil er ging, schießt er. Warte mal, da kommt noch eine Plasmadrohne. Okay, Kinder, es gibt eine Überlänge-Folge. Wieso kann ich denn nicht alles nehmen? Wieso ist denn alles nehmen nicht auf dem Knopf? Warum muss ich denn da hin? Hast du einen Rucksack gefunden oder was machst du? Nur einen. Leider nicht den Wichtchen. Der müsste hier liegen. Ah. Okay. Nee. Da. Ah. Okay. Bitte. Okay, warte, ich versuche zu dir zu kommen. Ach, okay, es gibt eine jetzt? Doppelfolge wahrscheinlich dann. Versucht er jetzt erstmal. Yes. Also, wir kommen jetzt zum großen Raumschiff, in die Richtung des großen Raumschiffs. Ja, kommen dir entgegen. Genau. Die große Doppelgun-Mini-Drohne verfolgt dich da was? Ja, genau, genau. Die ist halt quasi an meinem Arsch, die trifft aber kein Stück. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. 250 Meter, Hike. Das große Raumschiff. Was ist denn hier, Alien? Ich höre es noch quietschen. Und große Doppel. Ja, ja, genau. Komm zu mir. Komm zu mir. Jetzt, genau. Jetzt. Wie viel Meter? 180? Jetzt sind es 160. Ich sehe dich. So. Bist du bei mir? Ich bin beim Raumschiff fast. Okay. Ich komme jetzt zum Raumschiff, weil ihr drappelt noch irgendwas anderes. Ich habe keinen Bock. Du, du siehst jetzt richtig was los. Oh, ich bin jetzt weg hier, oder? Ins Raketengeschütz einsteigen und dann will ich meinen Rucksack wieder haben. Du willst das echt? Du willst die Rache? Ich will. Kannst du nicht einsteigen, oder was? Warum nicht? Oh, ich bin vorbeigefallen. Aua. Hinten kannst du rein. Hinter mir ist okay, was? Ich bin drin. Hinter mir ist was? Ich bin im Raumschiff. Warte noch nicht, will nicht fliegen oder so. Ich kann nicht fliegen. Okay, warte, sind Aliens schießen. Vorne. Drei von diesen Aliens. Lass sie doch, geh ins Raumschiff. Ich kann nicht, ich muss mich wehren.
Yes. Wehre dich nicht! Oh, ich will nicht sterben, Mama. Deswegen bin ich übrigens im Raumschiff. Ja. Hier ist warm. Aua, 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 du machst mich nicht platt. Jetzt kannst du nicht einsteigen. Einfach hier mit einem beherzten Sprung. Jetzt Maul, das ist alles. Nee, ich muss hinten rum rein. Wo ist hier der Eingang? Kannst nicht anmachen, nee, scheiße. Okay, ich bin drin. Warte noch nicht. Mach an. Wie gehst du an? Nur an. Was? Anmachen. Warte. Es bewegt sich. Ich mach nichts. Okay, ich bin drin. Es kippt. Hast du schon an? Ja, jetzt an. Okay. Okay, was ist los? Du drin? Ich bin drin. Okay. Ist alles auf dem Kopf. Das ist geil. Wir sind in Lava. Heck verbrennt. Drohne über uns, direkt über uns. Bist du oben drin? Ich bin oben drin. Bleib mal, können wir hier wieder weg? Ich möchte meinen Rucksack, du bist ja nicht. Du willst mich verarschen. Du bist hier weg. Ja, wir werden hier nur abgeschossen, Digga. Wir werden hier nicht nur abgeschossen, wir werden hier geschlachtet. Komm, wir fliegen zurück, oder? Ich weiß nicht, aber kann ich hier drin bleiben? Ich kann hier doch bestimmt nicht drin bleiben. Du musst irgendwo landen. Nie nicht drin bleiben. Ah, du bist im Geschütz? Ja. Das ist übrigens total super Kack-Idee, das auf den Kopf zu setzen. Weil du auch auf dem Kopf bist, gell? Ja. Korrekt, ja. Okay. Sorry, wie ist es schlecht? Warte mal, kann ich jetzt. Ich halte jetzt an. Ich glaube, ich. Kriegst du ihn töten? Werden beschossen? Nein. Da wird jemand anders beschossen, ja. Du beschießt den Dicken. Ja, Lieben, werden wir es überleben? Ich glaube, ihr auf dem Planeten. Wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Grande Katastrophe, bis dahin. Ich hab mir tötet, wenigstens das. Ache! 27:1 für die. Ich lege jetzt auf.